So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir gedacht, schauen wir mal Top 10 Biggest Cliff Jumps of All Time von Reinhard Riede an. Ein deutscher, richtig guter Klippenspringer und der hat also gigantisch drauf. Ich schaue ab und zu ein paar Videos von ihm, weil ich selber da ja auch gerne springe. Und ich würde sagen, schauen wir direkt mal hin und schauen, was uns da erwartet. Top 10 Biggest Cliff Jumps 2016 bis 2019 um Reinhard Riede. So, Frankreich. Oh! Ja, wahrscheinlich springt der von grossen, nicht von der. Obwohl, da geht es das Beste für die Autos. Vom Geländer sind es 28 Meter. Ist eine gute Höhe. Kann schon ein, zwei Saltos machen. Digga. Boah! Du clearst. Alter! Was? Ein Fliefis! Doppel vorwärts halb Schrauber! Junge! Das sind ja Höhen, ne? Oh, da auch noch! Zuckerhaare! Oh, okay! Der Flip kann hier, by the way, auch! Was hätte da so? Eins. Oh! Der heißt Fliffis Hara, glaube ich. Doppel vorwärts, nein, dreifach vorwärts Salto im zweiten halben Schrauber, genau. Krass. In Handstand! Ist 28 Meter! Digga, der Spinnenweiche! Oh! Yeah. Ein 2,5 Zucker Hara aus dem Handstand. What? Wie lange fliegt vor allem? Geisteskrank, Alter. 30 Meter! Ah! 31 Meter! Junge! Das sieht aber nicht aus wie 31 Meter. Okay, mal sieht aus wie 31 Meter. Wow! Das kann ich aber sogar gemacht. Alter! Wow! Wow! So, was haben wir da gerade gehabt? Was haben wir da gerade gehabt? Warte. An. Ich glaube, ein dreifach Vorwärtssalto mit 1,5 Schrauber, an im ersten und eine im halbe im zweiten. Warte, schau mal. Mal, muss ich so sehen. So, eine vorwärts, halbe rückwärts. Jawohl. Scheiße, ich weiß, Zuckerhaare ist der zweite Trick, aber der erste ist vorwärts, ganze Schrauber, also full Suki oder so? Keine Ahnung. Ja, Kreisplatz, Alter. Und für dich? Frankreich. Schweiz! Ihr Schweiz sind wir da, ja, wo sind wir denn da? Was da haben wir? Das sieht aus wie ein Quellwasser. Quellwasser, aber ich kann es gerade nicht sagen. Alter, wie lange ein Stein schon fliegt. Ja, dann haben wir wieder gleich Sprung. Oh, wie lang! Ein perfektes Landing! What? Er landet perfekt, Alter. Oh, das ist richtig kalt da drinnen. Mit der Neos sind sie drauf. Oh, wieder dreifach mit 1,5 Schrauben. 1 im ersten und 1,5 im zweiten. Ja, hat beim Aufprall die Knie weggedreht. Dieses kalte Wasser ist einfach extrem hart. Oh shit, okay. Oh! Aua! Hm. Also ich bin auch schon mal von 13 Metern und so geschummt, habe ich auch doppelt vorwärts Salto gemacht und so. So, aber das sind nochmal 20 Meter mehr gefühlt, Junge. Alter. Geistesglück. Oh, Drohnenshots. Sehr schöne Drohnenshots. Oh, ja, das ist wahrscheinlich Brock. Das Wasser wie clear. Oh, der Türkisstich. Oh, schön. Hier haben wir diese Brücke hier gefunden. Sie schaut springbar aus. Wir werden jetzt mal abmessen. Sie ist aha, ja. Hoch. Vom Geländer 31 Meter. Einer der schönsten Sprünge wahrscheinlich mit dieser Aussicht. Ja, Wahnsinn. Was hat er gesehen? Kroatien, gell? Boah. Wie lange ist er fliegt? Dreifache halbe Schrauber im zweiten, oder? Eins, zwei halbe Schrauber, Backflip. Boah. Das Gefühl muss schon geil sein. Wenn sie dort auf die Schnorre haut. Dann bist du denn, hä? Du kannst nicht. Den bist du denn aber richtig. Das fägt dann aber anders. Boah, geiler Spot.
By the way, Ryan hat mir das Radio sehr. Ich kenne noch ein paar richtig geile Spots in der Schweiz. Okay. Boah, das sieht aber nicht so tief aus. Ist das so ein Backerloch oder sowas? Wo ist er? Oh mein Gott! Das ist gerne gesehen. Alter! Alter, das ist gerne gesehen. Oh mein Gott. Leg ihn da! What the fuck, da? Was? Alter, okay, wir haben gerade einen gröberen Wallscracker. Digga, what the fuck? What? Die Grinser, wenn er raushaut. Na, okay. Alter, oh, die Brücke, die kenne ich, glaube ich, irgendwo. Die haben schon ein paar Mal gesehen. Ah, ja, voll, ja, voll. Da kannst du unten durch. Alter, aber nur krass. Boah, leck, wie wackelig, ich sag es nicht. Boah, wie es klebt hat, leck ihn das an. Oh. Ah, und aus 38 Metern passiert dir nichts, bitte beknien, was? Alter. Frankreich, Spanier natürlich. Was? Hä, was ist das gerade für ein Brainlag? Jetzt muss ich mal sagen, ich habe gerade gesehen, wie lange es steigflog ist, wie clear es am Schluss noch sehe ich. Nein, also bitte, wie kann man so krank springen? What? Und dann noch ein dreifach Salto zu hören. Ah, ich muss mich noch wiederholen. Reinhard, Bier weich. Alter, aber krass, größter Respekt, also das macht er noch nicht jeder. Junge, what? So, 34 Meter, 112 Feet. Alter. What? Perfekte Landung. Alter. Schau mal, wie das hätte da geht. Schau mal, wie lange es. Jetzt ist er erst wieder da. Da geht es schon ein paar Meter an hier, Alter. Was macht er jetzt? Ja. Haut er noch eine ganze Schraube dran? Dreifach Salt, eineinhalb Schraube, okay. Aber ich glaube, wenn das von dieser Höhe macht, das muss aber sowieso an von seinen Safe-Sprung sein, weil. Also, ich glaube, der Reinhard ist ja auch nicht. Also ist schon ein bisschen Lebensmüde. Aber ich meine, er wird ja auch nicht fehlen und. Dementsprechend muss der Sprung auch sitzen, also ich glaube es dort auch immer. Schau mal wie clean also es ist, Reinhard macht einfach so kleine Sprünge auch immer. Was ich gerne gegen Reinhard mal machen würde, wäre eine Bomber-Challenge, wer die höhere Bombe macht. Das würde ich sehr gerne mal Gegner machen. Oh mein Gott! Ha! Oh mein Gott! What? What in the name of God was that? What was that? Yes! 35 Meter! Alter! Was für Landschaft da das sind! Schau mal an, wie schön! Das Wasser sieht irgendwie voll klar aus! Zeig dir, kommt der Stein nochmal an! Als in Vermont sieht auf jeden Fall gestört aus! Ich zeige euch gleich eine Ansicht von der Seite! What? Ja, Alter. Leg mir da. Junge. 39 Meter. Alter, fast 40 Meter. Es ist ja. Was willst du noch sagen? Es ist ja einfach insane. Ist es aber noch. Junge. Wir haben hier 39 Meter. Es wird auf jeden Fall der höchste Sprung werden. Oh, Lager! Wow! Was? Komm. Eins, zwei, halbe Schrauber. Yes! What the fuck?
Alter, ist der behindert im Kopf! Ja, was sag ich? Ich höre schon. Aber ganz ehrlich, Junge. Na, also. 40 Meter coming soon. Also wenn es kommt, nein, das ist geistesgestört. Das eben wirklich, das ist ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und also 38 Meter, 39 Meter sind sie gesehen. Das ist schon brutal und krass eben. Ja, aber wie gesagt, eben, in der Schweiz kenne ich noch ein paar gute Spots, weil ich auch von dort komme. Das heisst, wenn es interessiert und wenn das Video überhaupt siehst, dann ja, Kontakt. Und ich werde Reinhard, Jungs, für euch und Mädels, die jetzt zulagen, ich werde Reinhard und Rieder natürlich unten verlinken. Schaut mal vorbei bei ihm, er macht krasse Sachen. Und in dem Sinne sage ich, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.